Nachdem wir das letzte Mal den Quickshifter eingebaut haben und verkabelt haben, habe ich das Motorrad jetzt zusammen, habe alles fertig gemacht und jetzt geht es darum, das Ding auch mal einzustellen, damit man das sieht. Habe ich hier mein Handy, worüber also mit Bluetooth, worüber das dann über die App eingestellt wird. Ich habe hier mal behelfsmäßig die GoPro festgemacht, dass man das sieht und ihr damit ihr seht, was ich mache. Ich gehe jetzt als erstes mal auf die IQ Easy Heeltash Quickshifter App. Dann machen wir keine Verbindung schließen, ist klar. Also muss man das Motorrad mal auf Zündung stellen. Mein Motorrad ist logischerweise immer im Neutralmodus. Dann müssen wir hier einmal in die Einstellungen, müssen das Modul verbinden. Bluetooth IQ SE F6, jawohl. Verbunden, Quickshifter. Daten werden geladen, jawohl. Dann machen wir als erstes einmal die Werkseinstellungen, jawohl. Und dann machen wir Setup Assistent. Soll wie in der Anleitung geschrieben angeschlossen werden, das haben wir gemacht. Das Motorrad soll sicher auf dem Hauptständer stehen, ist auch. Leerlauf ist auch. Seitenständer eingeklappt ist auch. Also starten Sie das Motorrad. Also jetzt will er jetzt die Drehzahl abgleichen. Das heißt, ich nehme das mal am Tacho wahr und nehme das hier wahr und wenn das nicht passt, muss man die Impedanzdrehzahl etwas ändern. Also wenn man auf den Knopf drückt, merkt man genau, die Drehzahl sagt ab und dann geht das Motorrad wieder an. Ich mach's nochmal. Das ist dieser Zündaussetzer.
So, das ist der Moment, wo jetzt normalerweise alles normal eingestellt sein sollte. Das heißt, das ist das, was das Motorrad oder der Quickshifter vorgibt. Ich baue mir jetzt mein Telefon mal da oben drauf, dann fahre ich mal den Berg hoch und runter, dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ich habe das jetzt mit Standardwerten, das Setup zwei, drei Mal gemacht, bin jetzt hier den Berg mal hoch und runter gefahren und muss sagen, bis auf einen Fehler, den ich gemacht habe, scheint das System gut zu funktionieren bis jetzt. Das heißt, es bleibt so, das heißt, das Einstellen ist total easy. Ihr setzt euch drauf, ihr macht das, was die App euch sagt. Und wenn das durch ist, und dann ist der Quickshifter auch schon eingestellt und dann heißt es auf der Rennstrecke ausprobieren und eine Bedarfshalle, die werden noch mal ein bisschen anpassen und adaptieren. Jo, wenn dazu Fragen sind, einfach fragen und in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, Produktlinks sind immer bei Amazon so wie gewohnt, gibt also nichts Neues. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Einbauen, beim Quickshifter schalten und ja, also gute Fahrt. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz Schalten mit dem Quickshifter. Neutralgang ist drin, wunderbar, Kiste geht an. Erster Gang. Neutral. Man muss halt über 2000 Umdrehungen sein, sonst geht's nicht. Und runterschalten geht auch nur mit Kupplung. Ja, das ist Schalten mit dem Quickshifter.